bin ich in Kyoto. Und hier den Ruf des Kuckucks. Sehnt mich nach Kyoto. Ruhen Sie sich aus. Die Ärztin wird gleich bei Ihnen sein. Komm her. Ich warte auf dich. Komm schon. Von den Toten auferstanden und lebt, wenn auch im Körper seines Sohnes. Der CEO wurde vor über einem Monat für tot erklärt, jedoch wurde bereits vor seinem Ableben eine Kopie seines Bewusstseins erstellt. Offenbar wurde es verwendet, um das Bewusstsein seines Sohnes und Nachfolger Yorinobu Arasaka zu ersetzen. Diese schockierende Entwicklung wurde zuvor in einer Pressekonferenz enthüllt. Yokoso, minasan, sofu wa yoku. Kare ochita hana wa 枝に戻らないと言っていました。人は誰も物心ついた瞬間から死を恐れるものです。ついに人類最大の恐怖が克服されました。私、サブロー・アラサカは今息子の体を使い皆さんの前に立っています。 私はかつて頼信に生を与えました。彼は愛する父のためにそれを返してくれたのです。私のいない間、頼信は会社を変革しようといくつかの決定を下しましたが、これらは過ちでした。私の指揮のもと、荒坂社は元の姿を取り戻します。 Heute ist ein wirklich historischer Tag. Denn heute hat die Technologie das leere Versprechen der Religion endlich erfüllt. Saburo-sama. Bitte machen Sie sich fertig. Die Tests beginnen bald. Keinen guten Morgen. Kein, ich habe gute Nachrichten für Sie. Wir müssen heute eine Reihe an Tests durchführen. Behindern Sie den Ablauf bitte nicht. Parietallappenuntersuchung. Benutzen Sie Ihren Kiroshi-Scanner und lesen Sie den angezeigten Text ab. Benutzen Sie Ihren Kiroshi-Scanner und lesen Sie den angezeigten Text ab.
Und es war faszinierend zu beobachten, sagte er, wie eine Seele ihren Lebensweg wählt. Zuweilen bemitleidenswert, zuweilen lächerlich, zuweilen wundervoll und seltsam. Das reicht. Kognitiver Funktionstest. Lösen Sie den Würfel. Verlinken Sie sich mit dem Gerät. Meta-Bewusstseinsbildung. Initiiere Test. Die Patientin ist bereit für die Untersuchung. Wofür ist dieses Dingsbums gut? Zum Messen der Pupillenreflexe. Meta-Bewusstseins-was? Engramm-Operationen gehen mit einem erhöhten Risiko für das Auftreten von Persönlichkeitsstörungen einher. Der Test ist unumgänglich. Was sollen diese Tests eigentlich testen? Initiiere Gerätskalibrierung. Antworten Sie auf die Stichwörter mit dem ersten Wort, das Ihnen einfällt, ohne nachzudenken. Reise. Leben. Zu Hause. Johnny. Feind. Johnny. Prinzipien. Johnny. Verrat. Johnny. Sie sind in einem Maisfeld. Hohe, grüne Pflanzen, soweit das Auge reicht. Das Sonnenlicht ist grell und blendet. Die Maispflanzen teilen sich, während sie voranschreiten. Sie erreichen eine Lichtung, die von einem Mähdrescher hinterlassen wurde. Wofür ist dieser Test überhaupt? Zum Überprüfen ihres Mitgefühls. Ihr Mund ist trocken und klebrig von der Hitze. Zu ihren Füßen ist ein Nest. Die Maschine hat den weichen Boden aufgewühlt. Sie entdecken blinde, neugeborene Feldmäuse um das Muttertier. Die Maschine hat sie in zwei geteilt. Die Tiere liegen in perfekter Symmetrie, wie eine winzige Blume. Ihr Mund wird wässrig. Ein Schatten breitet sich langsam auf dem Boden aus. Die erste Regenwolke des Jahres. Ja, gut. Messungen abgeschlossen. Wie habe ich mich geschlagen? Das werden wir sehen. Motorischer Funktionstest. Betreten Sie das Laufband. Motorischer Funktionstest. Verbinden Sie sich mit dem Gerät. Worum geht's bei diesem Test? Gehen Sie? Werden Sie allmählich schneller? Was soll das beweisen? Ich weiß, dass ich laufen kann. Wir müssen heute eine Reihe an Tests durchführen. Behindern Sie den Ablauf bitte nicht. Wie schlag ich mich? Kontrollieren Sie Ihre Atmung. Um 3 Stufen beschleunigen. Scheiße.
Steh auf. Hier kannst du nicht bleiben. Willkommen bei den N54 News. Ich bin Gillian Jordan. Die Welt steht immer noch unter Schock, nachdem bekannt wurde, dass Saburo Arasaka von den Toten wiederauferstanden ist, im Körper seines Sohnes, Yorinobu Arasaka. Ein offener Protestbrief, der sich gegen diese Wiederauferstehung ausspricht, wurde sowohl von diversen religiösen Führern als auch Menschenrechtsorganisationen und Virtu 100 signiert. Das ist eine Abscheulichkeit, die einer ungehinderten Eitelkeit, technokratischer Arroganz, dem völligen Verfall der Moral entspringt. Unsere Position ist klar. Saburo Arasakas menschenverachtende Machtübernahme verletzt internationales Recht. In so einem Fall ist ein Schiedsverfahren absolut notwendig, um bei... Wollen wir wirklich in einer Welt leben, in der die Reichen und Mächtigen unsterblich werden können, in der sie... weiterhin von den Ärmsten der Armen profitieren, ihnen ihre Lebensgrundlage und auch ihre Körper. Spiel nicht Gott! Spiel nicht Gott! Spiel nicht Gott! Spiel nicht Gott! Leben ist keine Wahl! Leben ist keine. Doch Saburo Arasakas Antwort auf die anhaltenden Proteste spricht eine ähnliche Sprache. Es gibt keine Beschwichtigungspolitik. Arasaka-san内部の出来事に関して.外部の方々にとやかく言われる筋合いはありません。生を受けることに許可が必要ない以上、蘇ることも同様であると考えるべきです。私が息子を殺めたなどという主張は事実無根。法的根拠もありません。合意の上での身体の譲与は一種の寄付に分類することができ、 Bitte machen Sie sich fertig. Die Tests beginnen bald. Gibt's schon Ergebnisse der letzten Tests? Nein, wir sind noch nicht fertig. Wir beginnen heute eine neue Reihe an Tests. Von mir aus. Na los, bringen wir es hinter uns. Kognitiver Funktionstest. Lösen Sie den Würfel. Nächster Test. Verbinden Sie sich mit Ihrem Direct-Link. Meta-Bewusstseinsbildung. Initiiere Test. Die Patientin ist bereit für die Untersuchung. Fangen wir schon an. Gerätskalibrierung. Antworten Sie auf die Stichwörter mit Ihrer ersten Assoziation. So schnell wie möglich, ohne zu denken, schon klar. Krankheit. Johnny. Rebellion. Johnny. Ich selbst. Johnny. Die Gegenwart. Hölle. Die Zukunft. Keine Ahnung. Sie sind in einem Maisfeld. Hohe, grüne Pflanzen, soweit das Auge reicht. Das Sonnenlicht ist grell und blendet.
Die Maispflanzen teilen sich, während sie voranschreiten. Sie erreichen eine Lichtung, die von einem Mähdrescher hinterlassen wurde. Ihr Mund ist trocken und klebrig von der Hitze. Zu ihren Füßen ist ein Nest. Die Maschine hat den weichen Boden aufgewühlt. Sie entdecken blinde, neugeborene Feldmäuse um das Muttertier. Die Maschine hat sie in zwei geteilt. Die Tiere liegen in perfekter Symmetrie, wie eine winzige Blume. Ihr Mund wird wässrig. Ein Schatten breitet sich langsam auf dem Boden aus. Die erste Regenwolke des Jahres. Messungen abgeschlossen. Wir fahren nun mit dem motorischen Funktionstest fort. Bitte betreten Sie das Laufband. Motorischer Funktionstest. Direct Link. Muss das letzte Mal mit Bravour bestanden haben, hm? Langsam gehen. Soweit nicht schlecht, hm? Etwas schneller. 3 Stufen beschleunigen. Ich schaff's nicht. Ich muss aufhören. Ende der heutigen Tests. Kommunikation wurde freigeschaltet. Sie können nun Telefongespräche tätigen. Zur Erde. Hey! Wow, die Stimme habe ich ja schon lange nicht mehr gehört. Wie läuft's bei dir? Ich rede gerade mit Mitch. Er will, dass ich auflege. Wuchtelt wild mit den Armen rum. Sag ihm, er soll sich ins Knie ficken. Und dass ich das gesagt habe. Er sagt Hallo. Zu dir und deiner ehrwürdigen Mutter. Hör mal, ich sitze in einem Drecksloch fest. Ist so richtig scheiße. Dann verlass das Drecksloch. Komm nach Hause. So leicht ist das nicht. Leicht ist ein gutes Wort. Manchmal richtig wundervoll. Solltest du öfter mal sagen. Sorry, Mitch rastet gleich aus. Ich muss dich zurückrufen. Geht's? Hey, das würde ich dich gern fragen. Wie geht's, Misty?
Naja, nachdem du weggegangen bist, ist sie zu ihrer Familie. Wahrscheinlich für eine ganze Weile. Sie hat mir eine Postkarte geschickt aus Warschau. Mit einem Eisbären drauf. Grüß sie von mir, wenn sie zurückkommt. Grüß sie selbst. Bin den Biochip los. Hat Arasaka das gemacht? Ja, sitze auf ihrer Orbitstation. Alles klar. Komm vorbei, sobald du zurück bist, okay? Dann untersuche ich dich gründlich. Ehrlich gesagt, ging's mir schon besser. Was soll ich da aus der Ferne tun? Übers Telefon? Ich wollte nur reden, Vic. Komm, du kennst mich lang genug. Ich bin nicht gut mit sowas. Und Misty ist nicht in der Stadt. Was soll ich denn bloß tun? Dich zusammenreißen und selbst entscheiden? Du hast mir und dir selbst bewiesen, dass du das kannst. Mhm. Danke für den Rat, Vic. Klingt nach einem Plan. Kognitiver Funktionstest. Lösen Sie den Würfel. Seines Vaters Saburo Arasaka übernahm und Militech beschuldigte, diesen ermordet zu haben. Allerdings trat nach der Rückkehr von Saburo Arasaka ein unerwarteter Sinneswandel ein und die Situation zwischen den rivalisierenden Konzernen scheint entschärft. Keizoku wa chikara nai. Arasaka-sha no kihon rinnen desu. Musuko no Yorinobu wa kono kotoba wo wasure, asette henka wo motome sugimashita. 私が敵味方両者に解きつけてきた教訓。完璧なものを変える必要はない。これが真理なのです。以上となります。Saburo Arasaka und NUSA-Präsidentin Myers stimmten einem persönlichen Treffen zu, um das Fundament für einen dauerhaften Frieden zu legen. Der erste Schritt des guten Willens wurde heute unternommen, indem der Arasaka-CEO 15 bewaffnete Fahrzeuge der konzerneigenen Akashi-Reihe. Hey, sag mal, diese Tests, dauern die noch lange? Wir brauchen verlässliche Werte. Ich halte das nicht mehr aus. Kognitiver Funktionstest. Lösen Sie den Würfel. Bitte aufrichten. Antworten Sie auf die Stichwörter mit dem ersten Wort, das Ihnen einfällt. Ohne nachzudenken. Loyalität. Johnny!
antworten Sie auf die Stichwörter mit der ersten Sache, die Ihnen in den Kopf kommt. So schnell wie möglich, ohne nachzudenken, ja. Menschheit. Johnny. Betreten Sie das Laufband. Nein. So schnell wie möglich, ohne darüber nachzudenken. Wie? Hanako Arasaka. Ich will mit ihr reden, sofort. Kognitiver Funktionstest. Lösen Sie den Würfel. Scheiße, ich hab's geschafft. Ausgerechnet dich habe ich hier nicht erwartet. Das Leben steckt voller Überraschungen. Schrecklicher Ort. Gefällt mir nicht. Könnte einen wahnsinnig machen. Was willst du? Sie wollen, dass ich mit dir rede. Bist wohl zurück in Arasakas Armen, ha? Diesmal für immer? Hast du nicht genug von denen? Von der ganzen abgefuckten Familie? Arasaka wird immer gewinnen. Und das neue Projekt passt gut zu meinen Fähigkeiten. Ein ausgezeichnetes Ventil für meine Ambitionen. Hat übrigens rein zufällig mit dir zu tun. Saburo Arasaka ist also zurück in Yurinobus Körper. Wir leben in einer verrückten Zeit. Keine Angst? Das kratzt dich nicht? Ich habe mein halbes Leben für Saburo Arasakas Unsterblichkeit gearbeitet. Ich habe mich an den Gedanken seiner Wiederauferstehung gewöhnt. Es geht nicht nur um Unsterblichkeit. Saburo hat den Körper seines Sohns gestohlen. Saburo ist der erste Mensch, der je einen göttlichen Status erlangt hat. Götter stehen über Gut und Böse. Stimmt nicht. Alt Cunningham war die Erste. Erstaunlicher Vergleich. Und doch in vielerlei Hinsicht zutreffend. Schon gut. Also, was willst du mir sagen? Ich habe leider schlechte Neuigkeiten für dich. Hör zu. Der Eingriff war ein Erfolg. Wir haben den Biochip entfernt. Doch der Schaden, den er angerichtet hat, ist enorm. Auf genetischer Ebene bis hin zu veränderter DNS. So etwas sieht man sonst bei Strahlungsopfern. Und leider ist es tödlich. Soll heißen, ich werde sterben. Noch haben wir nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Wie viel Zeit bleibt mir noch? Vermutlich 6 Monate. Danach wirst du abbauen. Und zwar schnell. Die Zeit unmittelbar vor deinem Tod wird die schlimmste werden. Ich will mit Hanako Arasaka reden. Ich fürchte, das geht nicht. Wir hatten einen Deal.
Und beide Seiten haben Wort gehalten. Du, dein Fall, deine Probleme interessieren Hanako nicht länger. Hanako Arasaka hat versprochen, mein Leben zu retten. Genau deshalb hat sie mich geschickt, um deine Möglichkeiten zu besprechen. Möglichkeiten? Was für Möglichkeiten gibt's noch? Ich wurde schon aufgeschnitten. Der Arasaka-Konzern hat die Fähigkeit, den Tod zu überlisten. Wir brauchen nur ein wenig Vertrauen von dir. Das letzte Mal, als ich euch vertraut habe, bin ich hier geendet. Nun, du könntest Teil unseres Pilotprogramms Sichere deine Seele werden. Dein Körper ist nicht mehr zu gebrauchen. Du musst ihn verlassen. Wir werden ein Engramm deiner Seele erstellen und in Mikoshi lagern. Lagern? Warum kriege ich nicht einfach einen neuen Körper? Wir müssen noch das Kompatibilitätsproblem lösen. Und bei Saburo Arasaka gab's keine Kompatibilitätsprobleme? Du hast keine eigenen Kinder. Und auch keine Klinik, die sich ausschließlich um deinen Fall kümmert. Woher weiß ich, dass es nicht wieder einer eurer Tricks ist? Ein Trick? Vielleicht will Arasaka nur einen nervigen Dieb bestrafen. Oder Saburo will noch eine Seele für seine Sammlung. Die Arasakas sind Götter geworden. Du bist ein Nichts für sie. Unbedeutend. Dann ist das deine süße Rache. Sieh dich an. Dein Lebenswerk hat Saburo zu einem Gott gemacht. Aber du stehst hier als jämmerlicher Sterblicher. So wie du. Warum sollte ich jemanden, der mein Schicksal teilt, quälen wollen? Mein Auftraggeber hat dir ein Angebot gemacht. Und ich finde, wir sollten es in Ruhe diskutieren. Nehmen wir an, ich willige ein. Dann lande ich in Arasakas Seelenknast und bin ihnen ausgeliefert? Muss ich dich noch nach dem Haken fragen? Es wurde alles in einem Vertrag festgehalten. Das ist deine Garantie. Du musst ihn nur unterschreiben, wenn du weiterleben willst. Da eine digitalisierte Psyche rechtlich gesehen kein Individuum ist, enthält der Vertrag die Aufgabe all deiner Rechte. Natürlich nur vorübergehend. Nein, ich lasse mich nicht zu Arasakas Eigentum machen. Die bisherigen Teilnehmer des Programms sind alle bekannte, einflussreiche Menschen. Wir haben noch keine Beschwerden. Und wenn ich ablehne? Deine Sachen sind gepackt. Ein Shuttle wird dich zurück zur Erde bringen und du wirst noch vor dem Winter tot sein. Ich weiß, dass das keine leichte Entscheidung ist. Denk gut drüber nach. Keine juristischen Tricks. Kein Kleingedrucktes. Du hast nichts zu befürchten. Keine juristischen Tricks. Kein Kleingedrucktes. Du hast nichts zu befürchten. Ich will leben. Wie die meisten. Es gibt keinen Grund zu warten. Wir können gleich anfangen. Wir sehen uns in der Zukunft. Hoffentlich. Ja, wir sehen uns. Das Personal übernimmt ab hier. Hey, wie heißt du? Hajime.
Darf ich dich was fragen, Hajime? Was würdest du jemandem sagen, der ins Gefängnis seines größten Feindes spaziert, um sein Leben zu retten? Ich würde sagen, gut, aber vergiss nie, wie du nach Hause kommst. Scheiße. Nicht gut. Wie ist die Aussicht von da oben? Ist die Erde so schön, wie immer behauptet wird? Oder ist das auch nur eine Lüge? Denk dran, dass deine Implantate für die Schwerkraftbedingungen der Erde hergestellt wurden. Könnten im Orbit verrückt spielen. Komm bloß nicht auf die Idee, Fehlermeldungen zu ignorieren, okay? Und wenn du wiederkommst, falls du zurückkommst, mache ich einen Rundumcheck. Vielleicht kriegst du sogar einen kleinen Rabatt. Pass auf dich auf. Hey, wie? Hab gehört, du bist jetzt ein Pes Gordo, hast es geschafft, hm? So sehr, dass du mich nicht einmal die Woche anrufen kannst. Oder nicht wenigstens einmal im Monat. Vergiss nie, wo du angefangen hast. Und mit wem. Meine Tür steht dir immer offen. Essen steht immer auf dem Tisch. Mi casa es su casa. No se te olvide. Ahí te veo bien. Hey, wie? Hab mich gefragt, wie es dir so ergangen ist. Hab eine Weile nichts von dir gehört.
Lässt es dir in Night City immer noch gut gehen? Ich denke ständig dran, alles stehen und liegen zu lassen und abzuhauen und... Trotzdem bin ich immer noch hier. Es ist wie Treibsand. Je mehr man versucht zu entkommen, desto mehr wird man reingezogen. Wenn man erstmal bis zu den Knien drinsteckt, gibt's kein Entkommen mehr. Wie Evelyn. Egal. Pass auf dich auf, ja? Und ruf mich mal an. Ciao. Avey, ich bin's, Panna. Kennst du mich noch? Die mit dem Auto. Hör zu, du hast nicht zufällig ein paar Jobs zu vergeben. Bin auch nicht wählerisch. Ich nehme alles, was die Miete zahlt. Wenn du was hast oder jemanden kennst, der was hat, ruf mich an, okay? Find ich echt cool. Nun, ja, das wär's. Vielleicht sehen wir uns mal im Afterlife. Hallo V, hier spricht Saul von den Aldecaldos. In Night City scheint eine Menge los zu sein und du bist mittendrin. Keine Ahnung, worum es ging, aber wenn du mal in Schwierigkeiten steckst oder einfach einen Ort zum Untertauchen suchst, wir sind hier. Hast einem Aldecaldo das Leben gerettet und das werden wir dir nie vergessen. Und wir schulden dir gerne was. Lass von dir hören, V. Hey, V. Mitch hier. Kennst du mich noch? Hast mich vor Kang Tao gerettet. Nicht schlimm, falls du dich nicht erinnerst. Reicht dir, wenn ich's noch weiß. Wenn du mal Hilfe brauchst, ich halte dir den Rücken frei, ja? Ruf mich einfach an. Und ich bin schneller in Night City, als du gucken kannst. Egal, ob jemand verschwinden oder ich dir das Mittagessen ins Büro bringen soll. Egal, was es ist, okay? Halt die Ohren steif. Eins muss ich dir lassen, Weh. Ich bin beeindruckt. Als du meintest, du würdest dir Hillmann vorknöpfen, war ich mir sicher, du würdest in einem Leichensack zurückkommen. Aber du hast es geschafft. Normalerweise irre ich mich nicht, was Leute und ihre Fähigkeiten angeht. Ich bin gespannt, was du noch so alles drauf hast. Falls du für mich arbeiten möchtest, weißt du ja, wo du mich findest. Avey, Orbitalverbindungen sind schweineteuer, also komme ich direkt zum Punkt. Ich musste an dich denken, also habe ich mal schnell die Karten gelegt und... Oh je. Der Narr, der Mond, die Hohepriesterin. Das sind ganz üble Karten. Behalte deine neuen Freunde gut im Auge, Avey. Das ist mein Ernst. Treat it all for your sweet embrace.
We lost everything. We had to pay the price. There's a canvas with two faces of fallen angels loved and lost. It was a passion for the ages, but in the end, guess we paid the cost. Soul of raging fear.